Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pillars of Eternity, den Abenteuer... Nein. Seid mir gegrüßt, meine lieben Reisenden, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pillars of Eternity, den Reisen und Abenteuern des Dr. Faust. Wir sind wieder zurück im salzigen Mast hier im wunderschönen Ondras Geschenk, dem etwas ärmlicheren Viertel von Trutzbucht, und haben hier beim letzten Mal, uns ein wenig die Zeit vertrieben, wie man sehen kann. Unsere werten Gefährten sind überall im Gastraum verteilt, unterhalten sich mit einigen Gästen oder so. Und ja, nachdem wir leider ein wenig stuck sind bei unserer derzeitigen Queste, und zwar das alte engvitanische Amulett von Serel zu erkaufen, weil es das Geld dafür vor allem fehlt, habe ich beschlossen, doch einmal mit diesem Wade hier zu sprechen und zu schauen, ob der vielleicht irgendwas für uns zu tun hat. Wenn nicht, dann gucken wir uns einfach ein anderes Geschenk an, aber wenn doch, dann freue ich mich sehr. Hallo, Wade. Wades Augen sind rot umrandet und verschwommen. Er starrt in einen schmutzigen Krug hinein, als würde er dort nach etwas suchen. Er erschaudert und nimmt noch einen Schluck. Jetzt sieh doch auf einen von den Hockern da drüben. Er wedet mit der Hand grob in deine Richtung. Was soll ich denn sonst? Zu meiner wütenden Frau? Bei dem Jungen, der... Er... Sein Gesicht erstarrt mit einer gequälten Miene und er wendet sich wieder dem Tresen zu und murmelt in seinen Humpen. Okay. Eine sehr große Questreihe wurde dadurch angestoßen. Okay, ich verstehe. Gut, dann schauen wir uns einfach in Ondras Geschenk um. Und... Gucken mal, ich glaube, wir hatten ja erfahren, dass es mit dem Leuchtturm hier ein paar Probleme gab, wenn ich mich recht entsinne. Also insofern könnten wir uns da ja mal umschauen, ob wir da vielleicht gefragte Helden sind und ja, ein bisschen helfen können. So, dafür müssen wir uns nur durch Ondras Geschenk aufmachen. Vorbei an vielen Leuten, die hier am Pier stehen, über eine große Brücke. Hier ist der Leuchtturm, ja. Über eine schöne große Brücke. Vorbei an Matrosen. Oh, ich kann diesen Fischgeruch und diesen Geruch von verfaultem Seetang. Ich hab den schon richtig in der Nase. Mm. Ah, an der Küste aufzuwachsen. Schrecklich. Ah, okay. Dann haben wir hier Kartugo und ein paar valianische Soldaten. Warte mal, die valianischen Soldaten? Das heißt, hier ist die valianische Händlergesellschaft. Ah. Hallo, Kartugo. Wait, du bist nicht Kartugo. Die Götter mögen diesen Hundesohn verdammen. Sie starrt mit glänzenden goldenen Augen hinaus aufs offene Wasser und schaut an dir vorbei zum Horizont. Deine Gegenwart spürend, dreht sie dir ihren gefiederten Kopf zu. Möchtest du eine vom Glück verlassene valianische Handelsgesellschaft übernehmen? Wenn du nur ein bisschen Hirn in der Birne hast, könntest du wirklich was daraus machen. Sie presst die Kiefer zusammen und fährt leise fort, sofern du gewillt bist, ein paar Blutflecken abzuwaschen. ich bin mir nicht ganz sicher, über was du da redest, aber ich möchte mich nicht darauf einlassen. Ah. Nicht viele genießen den Luxus, die irrgeleitete Idiotie zu wählen, auf die sie sich einlassen. Das muss schön sein. Die Frau blickt einen Moment lang zum Lagerhaus zurück und verzieht das Gesicht. Nach einem leichten Nicken in deiner Richtung stürmt sie davon. Na, Paladina. Wer war das denn? Oh, ich weiß es nicht. Palegina scheint auch eine gottähnliche gewesen zu sein, mit einem gefiederten Kopf. Das haben wir, glaube ich, aber noch nicht so gesehen in der Auswahl. Spannend. Gut, aber eigentlich wollte ich ja mit dem Kartugo hier sprechen. Sieht ihr meine Waren an? Exotische Waren, geradewegs aus den Republiken oder Aedvailia geliefert. Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Drachenfleisch und Dracheneier. Ja, hallo.
Daenerys, bist du hier in der Nähe? Ups. Gut, ich möchte allerdings tatsächlich gar nichts von dir kaufen, sondern dir einfach nur Sachen verkaufen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich brauche nämlich leider gar nicht mal so viel von dem Schmarrn hier, beziehungsweise ich brauche vor allem Geld. Viel, viel Geld. Ich könnte jetzt natürlich meine ganzen schönen Steine hier verkaufen. Hier meine 12 Verlun und ein bisschen Peridot, Mondstein, Blutstein und so weiter, aber selbst dann komme ich, glaube ich, nicht auf 6000. Aber immerhin, mir fehlen nur noch 2000 Kupferstücke. Vielleicht finden wir die früher oder später. Dann ist natürlich die Frage, gehen wir in die Valianische Handelsgesellschaft rein? Oder gehen wir zum Leuchtturm hinüber? Ich möchte mal reingehen. Ich möchte mal sehen, was hier vor sich geht, wovon sie geredet hat. Blutflecken wegwischen und so. Komisch. Gut, das Erste, was wir hier sehen, ist einfach nur ein gewöhnlicher Lagerhaushelfer, ein valianischer Soldat. Ach, da ist ein Mensch mit Namen. Abretaz, mach mal mit diesen Kisten weiter. Mestre Versano, Buongiorno. Ein Mann steht in der Ecke des Lagerhauses und regelt den Verkehr. Während er herumdeutet und den Arbeitern zuwinkt, blitzen Juwelen von den vielen Ringen an seinen Fingern. Seine Seidenkleidung ist zwar fein bestickt, aber keineswegs neu. Du bemerkst einige ausgebesserte Nähte und einen dezenten Flicken an einem Ellbogen. Als er dich sieht, breitet er seine Arme zu einem überschwänglichen Willkommen aus. Sei gegrüßt! Du befindest dich im Lagerhaus und Hauptquartier der Valianischen Handelsgesellschaft. Er sieht auf eine Taschenuhr. Ein Teil des Goldfiligrans ist abgeplatzt. Aber du bist spät dran, denn ich habe die Expeditionshalle schon gestern benachrichtigt. Diese Zustellung kann nicht aufgeschoben werden. Er klappt die Taschenuhr wieder zu. Was soll zugestellt werden? Er zieht an seinem Bart. Ach, dann muss ich annehmen, dass du nicht zu der Firma gehörst, die ich über die Expeditionshalle kontaktiert habe. Er winkt mit einer Hand. Aber egal, du bist schließlich hier und sie nicht. Es geht um einen Beutel Bitterguckensamen, die für ihre medizinischen Eigenschaften geschätzt werden. Damit handeln nur wenige Kaufleute in Drutzbucht. Und die sind sich ihres Wertes sehr bewusst. Scheint ziemlich einfach zu sein. Was willst du dann von mir? Ein Stirnrunzeln verzerrt seinen akribisch gepflegten Spitzbart. Während der letzten Wochen sind meine eigenen Kuriere ausgeraubt und geschlagen worden. Anscheinend verübeln mir einige meiner Konkurrenten meinen Erfolg. Wie auch immer. Du wirst nicht mit mir in Verbindung gebracht werden und man wird dich in Ruhe lassen. Falls nicht... Er zuckt mit den Achseln und grinst. Du siehst aus, als wärst du recht fähig. Außerdem weiß ganz Trotzbord um deine Integrität. Und du musst meinen Versicherungen vertrauen, dass du außer meinen Kontakten keinen Käufer dafür finden würdest. Ein kleiner Lieferauftrag. Ich brauche das Geld. Natürlich, ich kann das übernehmen. Er klatscht seine Hände zusammen. Hervorragend! Bitte, stelle dieses Paket einem Mann namens Gerrit im Fuchs und Gans im Kupferweg zu. Er wird wissen, was damit zu tun ist. Er gibt dir einen Beutel mit kieselgroßen Samen in die Hand. Kehre zu mir zurück, wenn du fertig bist. Dann werde ich mich um deine Bezahlung kümmern. Versano wirft einen Blick auf seine ramponierte Taschenuhr. Sieh besser zu, dass du das Paket zustellst. Solche Aufgaben sollte man besser schnell ausfüllen. Gut, aber noch eine Frage. Diese gefiederte Frau, die vor eurer Handelsgesellschaft stand, wer war das? Ah, du musst Paladina meinen. Sie ist eine Paladinin im Dienst der Valianischen Botschaft. Sie ist eine gute Soldatin, aber beim Befolgen von Befehlen nicht ganz so gut. Ich fürchte, ihr Temperament ist zu hitzig. Sie schien wütend zu sein. Ja, das überrascht mich gar nicht, denn sie ist ziemlich leicht reizbar. Eine Frau in einer Paladin-Bruderschaft, noch dazu eine, die von den Göttern auf solch ungewöhnliche Weise berührt wurde. Kann ich dir sonst noch mit etwas helfen, oder soll ich mit meinen Geschäften fortfahren? Nein, danke. Ich werde nun dein Paket zustellen. Lebe wohl und, bis gleich. Gut. Haben wir doch mal einen kleinen Lieferauftrag, der bestimmt nur ein Lieferauftrag bleiben wird, denn alle Obsidian-Spiele sind gefüllt mit reinen Lieferaufträgen, die nie mehr sind, als sie am Anfang zu sein scheinen. Gut, dann machen wir uns doch mal auf in den Kupferweg zum Fuchs und Gans und, ja...
würde mal sagen, ich genieße die Musik und ihr seht mich in 2 Sekunden wieder. Bis gleich. So, da sind wir im Fuchs und Gans und jetzt müssen wir nur den Gareth finden. Ich überlege gerade, war der unten oder war der jetzt einer von den Leuten, die oben sind? Ich würde erstmal hier unten schauen. Und dann gucken wir uns mal oben um. Nämlich keine Ahnung. Schauspieler und Kaufmann? Warten, waren die vorher schon da? Okay, hier ist kein Garrett, es sei denn, du bist Garrett. Ich sag's ungern, aber das Vermächtnis ist gut fürs Geschäft. Okay, schön. Dann. Da ist Garrett. Der war vorher noch nicht da, oder? Ich kann mich nicht dran erinnern. Egal. Hi. Ein Mann schleicht am Tresen herum. Er wirkt, als würde er versuchen, in der abgewetzten Holzvertäfelung zu verschwinden, und er beobachtet aus dem Augenwinkel die anderen Gäste. Er nickt dir rasch zu, als du dich näherst. Versano hat eine Lieferung für dich. Ist alles in Ordnung? Er blickt sich um und schnappt dir den Beutel aus der Hand. Nicht so laut, verstanden? Die Dämonen sind überall ihre Spione. Er steckt den Beutel weg. Sag Versano, dass ich das letzte Mal bei ihm gekauft habe. Die Sache wird mir zu gefährlich. Moment mal. Habe ich gerade etwas Verbotenes getan? Nein. Er grinst schwach. Was haben die Dümenes damit zu tun? Du hast wirklich keinen Schimmer, oder? Sagen wir einfach, die Dümenes haben, Exklusivrechte auf den Handel mit bestimmten Waren in der Stadt. Versano verdient sich gelegentlich ein wenig dazu, indem er mit denselben Waren handelt. Die Konkurrenz unterbieten, sagt er. Okay, sind wir fertig? Ja, das war's. Und jetzt verschwinde, bevor... Eine Frau tritt selbstbewusst ein, mit langsamen, besonnenen Schritten in polierten Stiefeln. Ein krummes Lächeln verzerrt ihr glattes Gesicht. Garrett, das schmerzt mich. Du hast versprochen, nur von mir zu kaufen. Wie soll sich ein Mädchen da denn fühlen? Garrett verbeugt sich, seine Knie knallen zusammen. Bitte, meine Lady, ich habe gerade erläutert, dass ich mit niemandem sonst Geschäfte mache als... Nur dieses eine letzte Mal, was? Dana verschränkt die Arme und wippt auf den Fersen. Es gibt immer ein letztes Geschäft. Bis dir der Kredit ausgeht, versteht sich. Dana wendet sich dir zu und mustert dich von oben bis unten. Und wer bist bitteschön du? Und du siehst nicht unbedingt aus wie ein Samenhändler. Elf blickt Garrett an. Ich glaube, das ist ein Kompliment. Bitte, lass mich da raus. Ob es dir gefällt oder nicht, du bist mitten in einer recht unerfreulichen Situation gelandet. Versano hat dich dazu angestiftet, oder? Das Schiff des alten Narren sinkt und er will unbedingt jeden, der ihm nahe genug kommt, mit sich in die Tiefe reißen. Sie blickt den zitternden Garrett an. Garrett hier wusste es besser. Aber bei dir gilt, im Zweifel für den Angeklagten. Ich gebe dir sogar die Gelegenheit, dich bei dem Narren zu revanchieren, der uns beide aufs Kreuz legen wollte. Ihr Blick verdüstert sich. Was hältst du davon, Versano zu töten? Bitte? Warum sollte ich das tun wollen? Warum nicht? Er hat dich ausgenutzt, um seine Drecksarbeit zu erledigen. Ohne dir etwas darüber zu sagen, was du da herumträgst. Oder mit wem du dich teilig anlegst. Sie tippt sich mit einem Finger gegen die Wange und redet langsamer. Und natürlich würde ich es als persönlichen Gefallen ansehen. Und das Haus de Menel behandelt seine Freunde äußerst großzügig. Sie blickt Garrett an. Jedenfalls die treuen Freunde. Ich wurde aufs Kreuz gelegt, aber ich werde jetzt nicht einfach irgendjemanden töten. Nein. Sie macht eine abfällige Handbewegung. Dann husch, husch, zurück zu Versano.
Hol dein Geld, solange es noch geht. Aber sorg dafür, dass du mir aus dem Weg gehst. Okay. Immerhin hat sie mich jetzt nicht angegriffen. Aber sorry, ich werde jetzt hier nicht zum Auftragskiller. Nicht so ganz mein Stil, um offen zu sein. Ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht und habe irgendwie das Gefühl, dass Faust dann doch Konflikt und Kampf und so weiter eher als letztes Mittel betrachtet. Gut, dann würde ich mal sagen, wir gehen zurück zu Ondras Geschenk und sehen uns da gleich wieder. So, da sind wir wieder in der Vaelianischen Handelsgesellschaft. Und hier ist Mestre Versano. Buongiorno. Konntest du das Paket zustellen? Ja, das habe ich. Aber ich muss offen sein. Für den Ärger, den du mir damit eingehandelt hast, kostet dich das auf jeden Fall extra. Wie? Die Dynamais waren da? Versano reißt seine Augen auf und zupft in seinem Bart. Ich war doch so vorsichtig und folgte immer der Vera Vita. Sie können unmöglich davon gewusst haben. Oh Gott. Valegina! Hast du den Typen verraten? Sieh an. Versano, heute ist dein letzter Tag unter den Lebenden. Versano wirringt die Hände. Della Valegina, dein Zeitgefühl ist unfehlbar. Die Demenae sind hinter mir her. Bitte, du musst sie aufhalten. Als ob das alles jemals in meine Hände lag. Aufgrund seines Erfolgs haben die Republiken dein Unternehmen für schützenswert befunden. Dieser Erfolg hing von der Kooperation mit den Einheimischen ab. Zum Beispiel dem Haus Demenae. Die hast du eingebüßt. Sie kneift ihre goldenen Augen zusammen. Und die Gunst des Dukes ebenfalls. Okay, das machen die beiden bitte miteinander aus. Selbst wenn du das hier überlebst, mit dir sind sie fertig. Die Dukes haben in Trutzburg dringlicheres Interesse, als einen Kaufmann zu retten, der sich selbst über Bord wirft. Versano fällt auf die Knie und faltet seine Hände zusammen. Valegina, hab Gnade! Ich habe gegen die Dilmenes keine Chance! Er beißt sich auf seine zitternde Unterlippe. Ich habe Misserfolg und Schande über mich selbst gebracht. Ich habe Misserfolg und Schande über mich selbst gebracht, aber du kannst doch nicht zusehen wollen, wie dein Landsmann wie ein Hund zugrunde geht. Valegina starrt Versano einen langen Augenblick an. Bevor sie fortfährt, gleiten die Nickhäute ihre Augen nach außen und wieder zurück. Versano, warum vergeudest du deine kostbaren Atem auf mich? Meine Befehle erhalte ich vom Botschafter. Und durch den Botschafter von Leuten, die so erhaben sind, dass du dich geehrt fühlen solltest, dass sie sich einen Moment lang damit befasst haben, ob du leben oder sterben sollst. Du scheinst mir niemand zu sein, der die Götter anfleht, nicht in die Hölle fahren zu müssen. Aber warum flehst du nicht die einzige Person in diesem Raum und Gnade an, die die Macht hat, sie dir zu gewähren? Sie wendet dir ihre Aufmerksamkeit zu und erhebt erwartungsvoll ihre gefiederten Augenbrauen. Versano, du bist auf dich allein gestellt. Ich gehe. Nachdem du deine Schulden bei mir beglichen hast. Ein schweres Schicksal, aber nicht unberechtigt. 1000 Kupferstücke und Vergebung in unser Inventar. Okay. Versano wendet dir sein tränennasses Gesicht zu. Ich weiß, dass ich dich in eine schwierige Position manövriert habe, aber bitte glaube mir. Ich hätte niemals gedacht, dass einer von uns beiden zu Schaden kommen würde. Ich tat nur das Notwendige, um mein Unternehmen zu retten und mein Land Ehre zu bringen. Bitte, ich flehe dich um Gnade an. Sie dreht ihren gefiederten Kopf in deine Richtung. Tu, was du willst. Er ist nicht mehr meine Sorge. Eiskalt, die Frau. Eiskalt. Dana schlendert in Begleitung eines Trupps Dominell Fußsoldaten durch die Tür. Ihre behandschuhte Hand lässt sie auf dem Heft ihrer Waffe liegen. Hoffentlich hast du das, was er dir schuldete, aus ihm herausbekommen. Denn von diesem Narren wird schon bald nicht mehr viel übrig sein.
Als du das Lagerhaus verlässt, hörst du Versano aufschreien, was aber schnell unterbunden wird. Das fühlt sich nicht gut an. Aber... Nee. Aber es fühlt sich nicht gut an. Es fühlt sich nicht ordentlich an. Ich weiß nicht, ob... Naja, wir haben es getan. Aber... unschön. Quest abgeschlossen, um jeden Preis. Und Palegina wartet hier draußen auf uns. Oh, und wir haben Steuern. Ach, warte mal. Ey, Kana hat das Lied der Weberin abgeschlossen. Sehr schön. Okay, Moment. Kana stieß bei Nachforschungen über Bonisettas Verbleib auf überraschenden Widerstand. Wer sie auch entführt hatte, er wollte ihren Aufenthaltsort um jeden Preis geheim halten. Auf Geheiß der Gräfin von Spirento versuchten vaelianische Kryptografen, die Fragmente von Bonisettas gewebten Botschaften zu entschlüsseln. Ihre Erkenntnisse leiteten sie an Kana weiter. Nach mehreren brutalen Kämpfen gegen gut ausgebildete Söldner erreichte Kana schließlich Bonisettas Gefängnis, ein Webhaus bei Girara. Das vaelianische Textilunternehmen, das sie entführt hatte, wurde sofort aus allen vaelianischen Republiken verbannt, ob klein oder groß. Als Dank für ihre Rettung webte Bonisetta einen verzauberten Umhang, den Kana bei der Reise nach Cat Noir tragen sollte. Hey, 1085 Erfahrung, Geld, zwei geringere Gegenstände und den Umhang der Bequemlichkeit. Sehr schön. Und Steuern wurden eingetrieben, von denen alle Einnahmen an Banditen verloren gingen. Das ist nicht schön. Das ist unschön. Ich glaube, wir müssen ein paar Wachen anheuern für unsere Burg. Vor allem die, die den Schlüssel, die das Schloss hier haben, um eben die Sicherheit etwas zu erhöhen. Ich würde mal sagen, wenn wir die Sicherheit auf 20 raufhauen, ist das schon ganz ordentlich. Und dann kann ich mir noch ein paar Leute holen, die unsere Berühmtheit etwas emporschrauben. Okay. Haben wir zwar etwas Geld ausgegeben, aber ich hoffe, langfristig wird uns das noch gut tun. Okay, Palegina. Hallo. Palegina schaut mit zufriedenem Gesichtsausdruck hoch. Na, dann ist es also erledigt. Du hast das Richtige getan. Versano kann niemand außer sich selbst hier vor die Schuld zu schieben. Wir haben ihn oft genug gewarnt, aber er wollte einfach nicht hören. Sie schüttet ihren gefiederten Kopf und lächelt schwach. Wie auch immer. Die Verstrickungen der Botschaft mit seiner Person sind getrennt worden und das bedeutet ebenfalls, dass ich mit Versanos Netz der Idiotie nichts mehr zu schaffen habe. Du hast meinen Dank. Indem du uns seiner entledigt hast, hast du den Valianischen Republiken heute einen großen Dienst erwiesen. Ob du das beabsichtigt hast oder nicht. Zum Schutz unserer Interessen arbeite ich eng mit der Botschaft zusammen, aber ich finde, dass wir in jüngster Zeit zu kurzsichtig handelten. Du gehst in der Stadt eindeutig deinen eigenen Interessen nach, aber wir könnten einander trotzdem helfen, sofern du gewählt bist, Aufträge für uns zu erfüllen. Sie schaut zum Lagerhaus zurück und hebt ihre gefiederten Augenbrauen. Ich meine ganz offiziell. Wir könnten zusammen in die Botschaft gehen und ich würde dich dem Botschafter vorstellen. Das klingt gut. Lass uns gehen. Gut. Vielleicht kann ich jetzt endlich etwas Wichtigeres tun, als Kindermädchen für Kaufleute zu spielen. Sie lächelt. Die Botschaft befindet sich in Urfeuer, südwestlich vom Palast des Dukes. Und damit haben wir Palegin, uppala, voll gegen das Mikro gestoßen. Und damit haben wir Palegin in unserer Gruppe. Ah, mein alter Crush. Palegina ist eine Paladinin, weswegen Narena jetzt leider aus der Gruppe entlassen wird und in unserer Burg festsitzen wird. Und ja, natürlich wird sie auch direkt auf Stufe 5 gebracht, das heißt, wir müssen sie aufleveln. Und wir haben natürlich auch direkt die Quest bekommen, mit Palegina in die Botschaft der Valianischen Republiken zu ziehen und, naja, dort mit dem Botschafter zu sprechen. Allerdings würde ich mal sagen... Na, doch, das machen wir heute noch. Komm. Ich hoffe, dass das nicht zu lang ist. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Schauen wir doch einfach mal. Wir gehen in Richtung Urfeuer.
Und ja, schauen mal, was die Valianischen Republiken so für spannende und lukrative Aufträge für uns im Petto haben. Okay. Und da sind wir in Urfeuer. Und Eder und Palegina hatten ein kurzes Gespräch, das ich einfach mal kurz wiedergeben möchte. Eder, wie könnt ihr Eothasianer immer so optimistisch bleiben? Die Welt hat eurer Art ja nicht viel Grund zur Hoffnung gegeben. Irgendwann erreicht man einen Punkt, an dem man erkennt, dass man nur zwei Optionen hat. Man kann vor Trauer verrückt werden, sich alle Haare ausreißen und freiwillig ins Sanatorium gehen. Oder man kann auf bessere Tage warten. Dann Durins irgendwas dazwischen gelabert. Warte, kann auf bessere Tage warten. Okay, und den Teil verstehe ich nicht ganz. Gut, aber ansonsten, kurzer Einblick in Adders Philosophie. Deswegen habe ich mir gedacht, kann man ja mal kurz wiedergeben und dann sich wundern, warum Durins und Palegina plötzlich so komplett abschweifen. Natürlich habe ich die beiden übrigens auch aufgelevelt, wie sich das gehört. Und das ist die Botschaft. Scheint aber recht übersichtlich zu sein, dafür, dass es so ein riesiger Bau ist. Und da haben wir Vincenta Agosti. Das ist doch auch hoffentlich... ja, der Mensch, mit dem wir sprechen sollen. Palegina lächelt breit, als sie den Botschafter anspricht. Botschafter Agosti, ich würde gern mit Ihnen über eine dringende und wichtige Angelegenheit sprechen. Bevor er antwortet, verschränkt Vincent die Arme vor der Brust und seufzt, als würde er sich an eine schwere Bürde erinnern. Palegina, wenn das wieder um dieselbe Sache geht, bezweifle ich, dass ich mich leicht darüber zeugen ließe. Botschafter, bitte hören Sie ihr zu. Der Botschafter mustert dich mehrere Augenblicke lang und nickt dann respektvoll. Faust, Dr. Faust. Ihr seid in Drutzburg wohl bekannt. Er lächelt sanft. Sogar in der Valianischen Botschaft. Vincent wendet seine Aufmerksamkeit wieder Palegina zu. Also befindest du dich jetzt in respektabler Gesellschaft? Er wirft seine Hände hoch und zuckt mit den Achseln. Kaum ein guter Grund, Schwierigkeiten mit Beseelern und was weiß ich mit wem noch zu schüren. Botschafter, hier geht es um mehr als um ein verbrecherischer Händler und die Zugänglichkeit des Hafens. Die Beseelung sieht sich in Trutzburg Angriffen ausgesetzt. Palegina schüttet zur Bekräftigung ihrer Worte ihre gefiederten Fäuste. Wir müssen hier unsere Interessen beschützen, aber das heißt auch, unnötige Verwicklungen zu vermeiden. Die Beseeler und die Einheimischen haben Probleme miteinander. Sie werden sie beilegen oder auch nicht. Wie dem auch sei, für uns ist es zu riskant, darin verwickelt zu werden. Wenn sie hier geächtet werden... Wenn sie hier geächtet werden, was würde dann verhindern, dass das auch in unseren Republiken geschieht? Der Gesichtsausdruck des Botschafters schwankt zwischen Sympathie und Frust. Palegina, ich glaube nicht, dass deine Sorgen unbegründet sind, aber es steht dieser Botschaft nicht zu, die Politik der Republiken zu widerrufen. Soll ich mich die ganze Zeit einmischen? Irgendwie will ich nicht die ganze Zeit für Palegina reden. Und meine, gerade eben war sie noch so richtig selbstsicher und jetzt auf einmal hat sich das richtig gewandelt, die Einstellung, jetzt wo wir diesen Vincent hier getroffen haben, den Herrn Agosti. Botschaft, ich kümmere mich bereits um die von Palegina erwähnten Angelegenheiten, sofern das einen Unterschied macht. Macht es nicht, aber sollten dich deine Nachforschungen nach Zwillingsulmen führen, so wäre das eine glückliche Fügung des Schicksals. Denn dorthin muss Palegina reisen. Palegina findet wieder zu ihrem entschlossenen Gebaren. Botschafter, was genau erwarten die Dukes denn von mir? Die Instabilität des Durwalds hat uns die Gelegenheit eröffnet, ihren Handel mit Erglanfach zu übernehmen. Wir müssen uns nur zur Sicherung bevorstehender Handelsabkommen schon bald mit den Glanfatanern treffen. Die Straßen nach Zwillingsulmen können natürlich gefährlich sein, aber genau deshalb wirst du dort unsere Repräsentantin sein. Palaginas Federn sträuben sich, aber dennoch spricht sie mit ungewöhnlich sanftmütiger Stimme. Ekosi, Botschafter. Aber wird das nicht die Dürrwetter provozieren? Ihr Land ist im Zerfall begriffen und wir teilen schon ihre Handelsbündnisse unter uns auf. Provozieren? Zu was denn? Eine Kriegserklärung etwa?
Es ist zwar nicht die Schuld der Republiken, aber die Armeen des Dürrwalds wurden einer ganzen Soldatengeneration beraubt. Es wäre töricht, diesen Vorteil nicht auszunutzen. Wenn wir es nicht tun, dann die Rezeraner. Okay, dazu sage ich nichts. Balagina schaut dich mit leicht geöffnetem Mund ungläubig an. Wirklich? Du hast darauf nichts zu sagen? Unbewegt in die Ferne starren. Balagina hebt eine Augenbraue und beißt die Zähne zusammen, sagt aber nichts. Balagina, Balagina. Er schüttelt den Kopf. Reise nach Zwillingsurmeln, sprich mit den Anamenfath, beeindrucke sie mit der Instabilität des Dürrwaldes und versichere ihr den Wunsch der Valianischen Republiken, sichere Handelsgeschäfte aufzunehmen. Nach einer langen und unbehaglichen Pause atmet Palagina tief aus und als ihr Körper resigniert die Spannung verliert, schließen sich ihre Augen kurz. Natürlich, Botschafter. Der Botschafter nickt und lächelt väterlich. Dann schaut er dich an. Ich weiß, dass ihr geplant habt, diese Krise zusammen zu untersuchen. Aber ich hoffe, dass du dir Palaginas Verantwortlichkeiten bewusst bist. Natürlich, Botschafter. Wir alle haben Pflichten zu erfüllen. Palagina schaut dich durch zusammengekniffene Augen ärgerlich an. Vincent aber strahlt. Wunderbar. Wenn ihr mich dann bitte entschuldigen würdet? Ja, Palagina, da hätte besser laufen können. Aber schlechter. Ihr Blick verdüstert sich. Ist ja nicht so, als ob du dich sondern euch verteidigt hättest. Ich glaube, dass du recht hast, aber ich wollte den Botschafter nicht noch wütender machen. So, genug Weisheit für uns beide. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie ich nach Zwillingsurmen komme, bevor der Botschafter seine Geduld verliert. Sie hält in Gedanken inne. Trotzdem fürchte ich, dass dieses Abkommen mit den Glanfatanern den Dürrwald weiter schwächern wird und die Republiken in den kommenden Jahren dadurch Probleme bereiten wird. Ja, der Weg nach Zwillingsurmen ist weit. Du wirst genügend Zeit haben, es zu überdenken. Sie nickt und seufzt. Verus. Hilf Palagina, ein Handelsabkommen mit den Anamefath in Zwillingsulmen auszuhandeln. Okay. Ich habe mit dem etwas kurzfristigeren Auftrag gehandelt, nicht mit dem Auftrag, der dafür sorgt, dass wir nach Zwillingsulmen reisen müssen. Zum anderen, der in der Karte ist. Aber gut. Damit haben wir die Valianische Handelsgesellschaft ein wenig kennengelernt und eine neue Begleiterin bekommen, Balagina, das Kind der fünf Sonnen. Ich mag sie sehr. Balagina ist toll. Zumindest vom Charakter und allem. So. Auch wenn sie eine schleimige Kapitalistin ist. Ja. Gut. Das heißt, ich hoffe auf jeden Fall erstmal, dass euch diese Folge soweit gefallen hat und wir uns beim nächsten Mal wiedersehen, wenn wir uns in Ondras Geschenk umsehen und einen merkwürdigen, bespukten Leuchtturm näher untersuchen. Ich hoffe, dass euch diese Folge soweit gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, habt noch einen wunderschönen Tag. Tüdelü und ciao, ciao.